Heute schauen wir uns einen Campingbus an. Welche Ausstattungsmerkmale hat diese Fahrzeugkategorie? Welche Vorteile und welche Nachteile habt ihr, wenn ihr mit Baby oder Kleinkind mit so einem Fahrzeug auf eure Elternzeitreise startet? Viel Spaß dabei! Servus und herzlich willkommen bei CamperDad. Alles zur Elternzeit im Wohnmobil. Heute schauen wir uns einen Campingbus an. Dieses Video ist Teil einer Reihe, bei dem wir die verschiedenen Fahrzeugtypen vorstellen. Also ein Campingbus, ein Kastenwagen, ein teilintegriertes Wohnmobil und ein vollintegriertes Wohnmobil. Die Videos findet ihr dann in der Videobeschreibung. Wir schauen besonders drauf, was sind die Vor- und Nachteile für eine Elternzeitreise, also Themen, die Eltern wichtig sind. Wo kann das Baby oder Kleinkind sicher schlafen? Wo kann man das Baby gut wickeln? Wie ist das Platzangebot überhaupt? Und wie viel Stauraum gibt es? Wenn euch dieses und die anderen Videos gefallen, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Also einfach auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren, damit ihr immer Bescheid kriegt, wenn ein neues Video fertig ist. Das ist ein VW T6.1 California, der VW Transporter, also der berühmte VW Bulli. Das ist jetzt hier unser Beispielfahrzeug für die Fahrzeugklasse Campingbus. Da gibt es natürlich auch noch einen Mercedes Viano und Ford Transit Nugget. Aber von den Dimensionen, von den Größen, von der Ausstattung sind die eigentlich alle sehr ähnlich und kann man super dann das als Beispielfahrzeug nehmen. Hier in der Variante mit einem Klappdach, was oben ein zusätzliches Bett bringt, was natürlich super ist, wenn ihr mit Kind unterwegs seid, weil man dann oben und unten schlafen kann. Also, hier sehen wir Fahrersitz und Beifahrersitz kann man umdrehen, wie eigentlich in jedem Reisemobil. Und dann entsteht hier quasi der Wohn-Essbereich. Schauen wir uns einfach mal so die Ausstattung jetzt an. Hier gibt es einmal drücken, dann geht es hier auf. Hier gibt es ein Spülbecken und hier nebendran gibt es der Kochbereich, sind zwei Gasplatten. Und hier hinten gibt es dann noch einen Kühlschrank. So, das ist quasi hier die Küche. So, es gibt eigentlich dann überall immer gut, wird jeder kleine Bereich benutzt. Hier ist zum Beispiel der Besteckkasten und hier ist auch noch ein bisschen Stauraum. Das wird eigentlich alles gut genutzt. So, wenn wir jetzt sagen wollen, okay, man hat jetzt was zu essen gemacht und jetzt wird gegessen, dann kann man hier den Tisch nach vorne ziehen, aufbauen und dann hat man quasi eine Essgelegenheit für vier Personen eben. Zwei hier und zwei da drüben. Ja? So, das ist die Klappdach-Variante. Und da habt ihr den großen Vorteil, dass ihr selbst bei einer Größe von 1,90 Meter wie ich, ihr euch innen im Wohnmobil eine Stehhöhe irgendwie erarbeiten könnt, sozusagen. Also ihr musstet ja nicht arbeiten, sondern einfach nur hoch machen. Aber das ist natürlich cool, wenn ihr nämlich kein Klappdach habt, ist es natürlich so, dass hier bei so einem Campingbus man eigentlich so im Sitzen die ganze Zeit irgendwie arbeitet und kocht. Und hier gibt es dann eben die Option, auch im Stehen irgendwie zu kochen, wenn es dann draußen regnet und man drin ist. Also dass man sich dann auch bei Regen halt mal hinstellen kann. Das ist halt irgendwie echt eine gute Sache. Beim Campingbus gibt es weder Bad noch Toilette. Man kann sich so eine mobile Toilette kaufen und muss sich halt ein Plätzchen suchen. Also wenn man das möchte. Für mich wäre das nichts. Bettchenzeit! Wir haben die Sitzbank umgelegt, um hier ein Bett zu erstellen. Und wir schauen ja immer, wo kann man am besten dann mit dem Baby schlafen. Also hier kann auf jeden Fall super eine Person mit dem Baby schlafen, weil es in alle Richtungen eigentlich ganz gut fallgeschützt ist. Vielleicht mit dem Kopf noch andersrum, als ich jetzt liege, dann noch besser. Und so hat man dann wirklich eine muckelige, schöne Schlaffläche. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wenn man ja jetzt irgendwie zu zweit mit Baby ist, ist das natürlich hier ein bisschen eng, genau. Dafür gibt es dann die Version eben mit Klappdach. Dann ist nämlich nicht nur hier unten ein Bett, sondern auch oben. Und hier oben liegt es sich auch ganz lauschig. Ja? Also vielleicht eine Person mit Baby unten, die andere Person hier oben. Und dann habt ihr super Platz zum Pennen.
Wir schauen bei Camperdad natürlich auch immer, wo kann man am besten das Baby wickeln. Bei der Kategorie Campingbus ist der beste Platz eigentlich hier hinten. Wir sind hier unter der Heckklappe. Hier ist eine schöne Matratze und hier kann man sich die Sachen gut zurechtlegen. Da hat man eine schöne Arbeitshöhe, gut für den Rücken. Man kann dann hier Wickelunterlage, Einwegwickelunterlage hinlegen und die Windeln und Feuchttücher. Und dann kann man hier super arbeiten. Ihr seid vor Regen geschützt von oben. Wenn es natürlich mal hagelt oder stürmt, dann wird es natürlich hier ein bisschen unangenehm. So, das ist unser Freund Jimmy. Der kommt immer dann zum Einsatz, wenn wir was zeigen wollen mit Babys. So, das heißt, jetzt ist die Frage, wo kommt das Baby während der Fahrt hin? Natürlich kann man hier den Kindersitz hinten auf die Bank festmachen, entweder hier oder hier. Und was ihr hier schon seht, wenn ihr ein neueres Fahrzeug habt, dann könnt ihr schauen, dass ihr eins mit Isofix bekommt. Die meisten Eltern werden es kennen. Aber dann kann man hier mit so einer Basisstation den Kindersitz wirklich sehr fest über diese Greifer- und Stahlkonstruktion mit dem Fahrzeug verbinden. Das ist dann nochmal sicherer. Und in dem Falle kommt der Jimmy dann hier rein und fährt wunderbar sicher auf der Rückbank mit. In so einem Campingbus wird dann jede Ecke für Stauraum benutzt. Hier ist Stauraum und hier unter der Sitzbank gibt es eine große Stauraumschublade. Dann natürlich hier bei der Küche gibt es ein bisschen Stauraum. Und mehr Stauraum gibt es dann noch hinten. So, und hier unten, das ist der größte Stauraum. Das ist quasi der Kofferraum hier unter dieser Ablage, wo oben die Matratze liegt. Und hier ist jetzt noch so eine Spezialkonstruktion eingebaut, dass man das rausziehen kann. Das ist also jetzt nicht serienmäßig, sondern es ist jetzt hier eingebaut. Aber das ist quasi der größte Stauraum, den ihr dabei habt. Was man bei einer Elternzeitreise auf jeden Fall dabei haben muss, sind Campingstühle und ein Campingtisch. Jetzt haben wir gesehen, der Stauraum ist hier ein bisschen begrenzt, aber da muss man fairerweise sagen, die modernen Campingbushersteller haben das alles ganz clever gelöst, sodass man die nicht auch noch in diesem engen Stauraum unterbringen muss, sondern die sind clever versteckt. Hier ist der Campingtisch. Und hier sind die Campingstühle. Also der wichtigste Vorteil ist die geringe Größe. Ja, es ist eigentlich die Größe wie von einem PKW, von der Länge und von der Breite. Dadurch habt ihr ein super Handling. Ja, ihr könnt damit in der Stadt fahren, abbiegen, enge Gassen, ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt sogar in ein Parkhaus fahren, wenn ihr irgendwie eine Stadt besucht und mitten in der Stadt parken. Das sind Sachen, was mit einem anderen Wohnmobil nicht so einfach geht. Ihr habt darüber dadurch eine absolute Alltagstauglichkeit. Also viele Leute, wenn die sich so ein Fahrzeug anschaffen, nutzen es auch als Hauptauto, ja, für Einkäufe, für die ganz normalen täglichen Sachen. Und ihr könnt dann auch so Stirnparkplätze nehmen. Ja? Mit jedem anderen Wohnmobil, mit einem Kastenwagen oder den teilintegrierten, vollintegrierten, würdet ihr jetzt 1 Meter oder 2 Meter weiter auf der Straße sein und dann könnte hier keiner mehr durch, könntet ihr also nicht parken. Also wenn ihr auf eurer Reise viele Städte anschauen wollt, das ist ein toller Vorteil. Ihr seid niedriger und leichter als große Wohnmobile. Das heißt, ihr habt einen geringeren Spritverbrauch und das ist gut für die Umwelt und für euren Geldbeutel. Ihr könnt mit so einem PKW-artigen Campingbus natürlich auch schneller fahren, wenn es sein muss, wenn ihr das wollt. Wenn euer Baby oder Kleinkind nicht so gerne Auto fährt, es nicht so lange in der Babyschale sein will, ist es eine tolle Möglichkeit, die Reisedauer zu verkürzen. Ihr könnt so ein bisschen Art Inkognito unterwegs sein. Ja? Ein großes, weißes, voll integriertes, teilintegriertes Wohnmobil ist wahnsinnig auffällig. Wenn ihr mal irgendwo freistehen wollt, übernachten wollt, im Wald oder sonst was, ist es einfach sehr dezent. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch die Sicherheit. Es ist eine geschlossene Fahrgastzelle. Die komplette Konstruktion ist geschlossen. Das heißt, wo hinten auch euer Kind sitzt, ist auch gut geschützt. Beim teilintegrierten oder voll integrierten Wohnmobil ist es so, dass der nur teilintegrierten vorne zum Beispiel nur das Führerhaus Stahlkonstruktion ist und der Rest, der Aufbau oder beim vollintegrierten auch vorne, eben eine Konstruktion aus Alu, GFK und Kunststoffen ist und die hat halt nicht die Steifigkeit, die Festigkeit von so einer Stahlkonstruktion. Wo es so schöne Vorteile gibt, muss es natürlich auch Nachteile geben. Ganz klar. Nachteil bei dem Campingbus ist einfach die geringe Größe innen, was das Leben, Kochen, Schlafen angeht und die geringe Stauraummenge. Ja,
Ja, das muss man einfach sagen. Ihr habt gesehen, hier gibt es irgendwie tolle Lösungen. Aber wenn ihr dann am Campingplatz steht und ihr habt, weil es schlechtes Wetter war, drinnen gegessen, dann müsst ihr danach wieder das Bett bauen und dann wieder zurückbauen. Also gegebenenfalls jeden Tag das Bett neu bauen. Dann muss das Baby natürlich irgendwo hin. Also das ist natürlich ein Nachteil, dass der Platz, das Platzangebot nicht so groß ist. Es gibt keine Toilette und es gibt kein Bad. Ja, das ist natürlich ein elementarer Unterschied zu Kastenwagen, teilintegriertem Wohnmobil oder vollintegriertem Wohnmobil. Ihr habt einfach keine Toilette und kein Bad. In so einem Campingbus habt ihr ja genau wie im Kastenwagen so eine Schiebetüre. Und da ist es so, wenn man dann nachts raus muss, wenn das Baby noch schläft, wenn man vielleicht auf Toilette muss, weil es ja hier auch keine drin gibt, dass dann dieses Geräusch ziemlich laut sein kann. Ja? Ich mach's mal kurz vor. Das ist natürlich, wenn das Baby schläft, eigentlich zu laut. Das heißt, man kann die Tür vielleicht gar nicht ganz zumachen. Dann ist es draußen ein bisschen kalt, zieht rein oder Regen. Also ihr versteht, das ist vielleicht nicht so optimal. Da gibt's, wenn ihr so ein Modell euch anschaut, gibt's Soft Close, nennt sich das. Da wird die Tür leise zugezogen. Da würde ich auf jeden Fall dazu empfehlen, dieses Soft Close zu nehmen. Das hat dieses Modell jetzt nicht. Das Thema Wickeln ist auch eine Sache. Ihr seid, ich habe es euch vorhin gezeigt, unter der Heckklappe. Ihr steht einigermaßen gut, aber ihr seid natürlich trotzdem beim Wickeln draußen. Ja, es ist für mich dann trotzdem insgesamt ein Nachteil an dieser Campingbusgröße, dass ihr keinen richtig guten Wickelplatz habt, der drin ist und komplett geschützt ist, wo ihr an alles gut rankommt in einer guten Stehhöhe. Die wichtigsten Vorteile aufgelistet. Ein Bus ist klein und wendig und dadurch alltagstauglich. Freistehen und Citytrips sind kein Problem. Der Spritverbrauch ist gering und eine hohe Reisegeschwindigkeit ist möglich. Ihr seid unauffällig und habt eine stabile Stahlkarosserie. Die Nachteile: Ihr habt ein geringes Platzangebot und wenig Stauraum. Dadurch müsst ihr oft umbauen. Ihr habt kein Bad und kein WC. Die Schiebetüre kann das Baby wecken. Einen Wickelplatz innen mit Stehhöhe gibt es nicht. Die Küche, der Kühlschrank und die Wassertanks sind sehr klein. Mein Fazit zum Thema Campingbus. Es sind wirklich tolle Fahrzeuge mit intelligenten, platzsparenden Lösungen. Allerdings ist das Platzangebot innen doch begrenzt. Auch der Stauraum ist nicht besonders groß und die fehlende Toilette oder das fehlende Badezimmer, die fällt einfach ins Gewicht, wenn ihr als Familie unterwegs seid. Überlegt euch einfach, wo fahrt ihr mit dem Fahrzeug hin? Wenn ihr in den Norden fahrt, nach Skandinavien oder ins Baltikum und ihr habt 3 Tage Regenwetter, dann kann es richtig, richtig enge drin werden, wenn ihr die Zeit so viel drinnen verbringen müsst. Wenn ihr in die Sonne fahrt, nach Griechenland, nach Kroatien und sagt, ihr seid sowieso fast nur am Campingplatz und seid nur zum Schlafen drin, dann ist auch das enge Raumangebot drin überhaupt kein Problem. Für erfahrene Camper ist es ein tolles Fahrzeug. Wenn man gewohnt ist, immer nur das Nötigste mitzunehmen und sich da ganz minimal beschränkt, könnt ihr damit überall hin. Ihr könnt auch mal im Wald eine Nacht freistehen. Ihr könnt auf die Campingplätze, ihr könnt in Italien, in die Innenstädte, in die kleinsten Gassen fahren. Ist wirklich toll. Für Anfänger und Einsteiger empfehle ich eher eine größere Kategorie. Man tendiert dazu, mehr mitzunehmen, um sich sicher zu fühlen für Baby und Kleinkind, alles dabei zu haben. Und da tut ihr euch mit einer größeren Kategorie einfach leichter. Auch wenn ihr nachts das Wohnmobil nicht verlassen müsst, ist einfach ein wichtiger Punkt. Und bei schönem, bei schlechtem Wetter auch mal einen Tag drinnen verbringen zu können, ist für mich auch ein großer Pluspunkt von den größeren Kategorien. Wie seht ihr das Ganze? Was sind die Vor- und Nachteile von so einem Campingbus? Schreibt es rein in die Kommentare. Habt ihr irgendwelche Fragen? Dann auch rein in die Kommentare. Und habt ihr Anregungen für neue Videos? Ihr ahnt es, auch rein in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer Bescheid kriegt, wenn es ein neues Video gibt. Oder schaut mal auf camperdad.de vorbei. Da gibt es auch jede Menge Infos zum Thema Elternzeit im Wohnmobil. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Cheerio bei Camperdad.